gewählt zu gehen, war mir als nächster Punkt für die Fusion. Weil wir fanden, dass eine Fusion einfach der Gemeng immens viel bringt. Das heißt nicht nur der Gemeng, sondern auch der Bürger profitiert davon. Wenn wir zusammen als Personal und als Dinge zusammenlegen, alles, wir können Arbeiten viel mehr einfach machen. Und nicht die Maschinen zweimal machen. Wenn ein am Kage ist, wenn ein krank ist, für das alles abzufangen. Dafür brauchen wir ein Gemeng, eigentlich doppel Personal hat. Und das können kleine Gemengen sich ja gar nicht mehr leisten. Wenn man da zwei Gemengen fusionieren, dann geht das viel mehr einfach. Ich meine, Personal ist da und geht auf jeden Fall kein Personal aufgebaut, wo verschiedene Leute Angst tun. Können sich dann auch vielleicht dabei nehmen. Wir können dann einen wunderbaren Service machen. Etwas, was mal ganz wichtig ist, dass zum Beispiel die Verbindungen von den Dörfern, dass die mal geschafft gehen, wo momentan Probleme sind, will loswerden, so, dass die von engem Dörf an der nicht könnt, ohne müssen ein Auto zu holen. Dort leben wir viel Wert drauf, für die Wehe zu kriegen. Und ich meine, wir sind auch da und da noch eine Verbindung in will loswerden, ob Muselhof, so schaffen wir das. Wenn Fusionen zustande kommen, haben Leute immens Vorteile. Zum Beispiel, wir bauen eine neue Gemeinde. Das ist das erste. Ein Gemeindehaus, wo die Service dann alle zusammen sind, wo die Leute auf einen Platz fahren. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn die Bürger gingen, positiv für das Referendum stimmen. Wir aber besser, wenn wir gingen, oder wir einfach, wenn wir gingen, zusammen schaffen. Durch die Fusion gehen effektiv zwei Gemeinden immens stark. Also auf jeden Fall, egal wie das Referendum ausgeht, also im Wähler sein Willen, die geht auf jeden Fall respektiert. Die Importanz von dieser Gemeng geht natürlich mehr stark. Wenn wir hier nur als 3000 Abwohner Gemeng bei einem Ministerium gehen, an Verbesserungen, nur Verbesserungen frohen, sind wir mehr stark, das ist klar. Wir müssen Mobilität dus verbessern, Buslinien müssen noch besser an Bedürfnisse von der Bevölkerung angepasst gehen. Das ist am letzten Jahr hat sich das verschlechtert. Leute vom Wald Bredemis kommen nicht mehr auf Trinting, beispielsweise für Aktivitäten dort zu besuchen. Das muss verbessert gehen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch Wanderwehr an Velosweher an den zwei Gemengen so schaffen, dass sowohl für die Freizeit, aber auch für, ich sag mal, für den Beruf sich noch andere Alternativen obtun. Wir haben viele Vereine, die ganz aktiv sind, an ganz gut kulturell, aber auch im sportlichen Gebiet Arbeit leisten. Und wir merken, dass die Infrastrukturen, die wir dafür haben, die sind doch an Joren kommen. Ich denke, die sind 20, 30 Jahre alt, Bevölkerung wächst und wir müssen unbedingt da etwas tun, für auch zeitgemäß Infrastrukturen zu haben. Dass wir das am Bus mit einem großen Sports- und Kulturzentrum realisieren, ist wirklich eine gute Perspektive. Aber auch die an den Dörfern selber sollen noch Treffpunkte beibehalten gehen, dass auch die mehr kleinen kulturellen Aktivitäten dort stattfinden können. Den kleinen Kommerz, speziell auch Wirtschaften, die müssen an den Dörfern beibehalten gehen. Und da könnt ihr auch als Gemengeverwaltung an Spiel. Wir müssen es so gestalten als Servicer, dass wir Kommerz an die Dörfer zurückholen und installieren.